Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley. So, morgen wird das Wetter ganz gut werden, aber leider kein Regen. Okay, das Glück wäre heute auf meiner Seite. Schauen wir mal, wie es aussieht. Tag 3, das heißt Apfel Nummer 3. Pomegranate brauchen wir fürs CC eh nicht mehr im Moment. Ich habe ja, glaube ich. Ja, die sehen alle gut aus. Okay, da fehlt was. Oh, stimmt. Ich hatte ja so ein paar. Ja, so ein paar Dinger gesät hier. So. Gucken wir mal. Nee, da fehlt nichts. Ich habe keine Sprinkler mehr. Andererseits. Aha, ich kann ja noch, genau, neue bauen. Noch Kohle im Inventar? Ja, habe ich. Warte mal, hiervon habe ich noch genug. Aber ist das genug? Davon habe ich noch was. Oh. Sieht auch sehr schick aus. Da ein Dings dazwischen. So. Das. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen mehr. Dann können wir nämlich unten gleich noch einen Sprinkler setzen. Guck mal kurz. Aha, immer noch keine Entenfeder. Was für ein Mist, ey. Uwab will halt nicht kooperieren. Das ist echt nicht schön. Drin hatten wir nichts. Ah, guck mal, direkt ein Trüffel wieder. Sehr schön. Da. So. Jetzt bleiben mal alle Kühe da, wo sie sind. Und auch die, die keine Kühe sind. So. Nein, da war nix. Denken die Kühe über mich? Hm. So viel. Hat keine Wolle. Hier ist niemand. Gut. Gab es jetzt noch ein CC-Goal? Bei dem wir. Ah, ne, Fischtank war es nicht. Nein, da nicht. Ganzes Bundle, Vaterbundle. Da, den Trüffel haben wir schon. Ich glaube, Trüffelöl brauchen wir nirgendwo für. Wir haben ja nur noch die beiden hier. Ach so, hier Rabbits Food, also Hasenfüße werden random von den Hasen fallen gelassen, wenn sie ein gewisses Zuneigungslevel haben. Also ich glaube dann irgendwie erst ab 2 oder 3 oder 4 Herzen sogar. Also es dauert eine Weile. Warte mal, wir kippen mal kurz den ganzen Kram hier in die Maschinen. Nee. So kann ich die Cola da nicht reinwerfen. Die ist doch auch als Trash getaggt. Hm. Dann weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man sie noch irgendwie essen könnte. Oder trinken könnte vielmehr. Cola essen ist nicht so gut. Dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so verzehrfähig. So. Sagen wir mal zweimal Golderz hier rein und dann bräuchte ich erst wieder. Quatsch, bräuchte ich gar nicht. Hm, hätte ich eigentlich direkt das Richtige nehmen können. Ein bisschen Quarz wäre besser gewesen. Naja, egal. So. Die Pflanze da okay oder ist sie vergabbelt? Das weiß man manchmal nicht so. Weil, ne? Das sieht teilweise sehr ähnlich aus. Ach so. Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, da unten das weiterzumachen. Gucken wir mal kurz, wo ich die Lücke reingebaut habe. Okay, hier links.
Heißt, das war nicht so sinnvoll. Winkler kommt dann hier hin. Dann machen wir hier einen Sprinkler hin. Kramen wir aber erstmal um hier. Ist auch nicht richtig, verdammt. So, genau, dann haben wir da zwei Dinger durchgegangen. So. Ein bisschen Zeug drauf werfen. Irgendwie so, dass die Sprinklers auch irgendwie bewässern können. Ja, genau. Achso, dann wollte ich ein großes Feld machen, ne? Ja, genau. Dann mache ich da größere Felder dran. Oder draus. Oh, da kann ich noch was ernten. Okay, das war alles. So, das heißt, wir stellen uns direkt hier hin. Das trifft auch nicht die Vogelscheuche damit. Gut. So, perfekt. Gießen. Wenn man Iridium-Erz kaufen könnte, dann wäre das jetzt echt super. Mit dem aktuellen Geldbestand, den wir haben, könnte man das nämlich wahrscheinlich relativ locker machen. Wobei, na gut, ich meine, abrasieren versus die kaputten Pflanzen erhalten so ein bisschen die, das Umgegrabene. Aber naja, das würde ich ja eh neu machen. Von daher ist es egal. Da war ja nichts drum. Hui. Milch. So, Mayonnaise. Es ist schon Tag 3 und wir haben immer noch Saatgut über. Sehr schön. Kohle haben wir auch noch ohne Ende. Das finde ich sehr gut. Ja, Joja-Cola braucht eh kein Mensch. Goat-Cheese. Ja, nee, einmal Milch werden wir wahrscheinlich noch fertig kriegen. Na, schaffen wir es wohl noch zum Schmied? Schmied und CC würde ich jetzt vorschlagen. Können wir nicht hier einen Geod kaputt kloppen? Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass da Kohle drin ist. Weil es mir gerade irgendwie am besten passen würde und weil es dann keinen Platz im Inventar verbraucht. Und danach halt zum CC, dann können wir nämlich das Futterbundle abgeben. Ja, Bomb-Grenade, glaube ich. Haben wir die schon bei dem Bundle abgegeben? Ja, haben wir. Okay, da fehlt nur noch der Hasenfuß. Oder Kaninchenfuß, wie auch immer. Das ist keine Kohle. Jaguit. Kommt mir bekannt vor, der Name. Ja. War also schon mal beim Museum. So, dann müssen wir hier hoch. Die Mütze ja sehr stylisch. So. Community Center. Ich freue mich auch schon bald darauf, die ganzen Beerensträucher zu pflücken. So. Ach ja, genau, hier Marky Bowl und Fiddlehead Fern. Nach irgendwas vom Angeln. Da halt die Entenfeder. Fehlen halt irgendwie überall noch so. Meist nur eine Sache irgendwie. Gut, für das Ding gibt es ja jetzt eh erstmal nur Friendship. Also von daher. Ja, genau, den Heater. Wenn man die drei Äpfel zusammen hat. Stimmt. Ja, da müssen wir die Kaninchen ein bisschen besser vertrauen und da. Das Rezept habe ich noch nicht. Ach genau, das kriege ich von Linus. Das ist ja dieser Typ, der in dem Zelt wohnt. Wenn man bei ihm 4 Herzen hat, kriegt man das Rezept für die Marky Roll. Habe ich mal recherchiert.
weiß nur leider nicht mehr genau, was für Sachen ihm gefallen haben. I don't know you well enough to trust you, Zoe. Was macht Demetrius hier? Moment, ich gucke das mal kurz nach. Das ist nämlich ein Marquis-Roll. So. Ach, dann findet man es nämlich auch. Guck dich. Jawohl. Ach so. Habe ich das jetzt verwechselt? Moment mal. Nein, falsches Bundle, Gedöns. So. Markiwol und Hillheadfern. Fisch, Seaweed und Weiß. Das war, ich weiß nicht, das war noch jemand anders. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Was kriege ich denn von Linus für Rezepte? Oder war es was anderes? Warte mal. Ja. Kokosnuss, jawohl. Ach ja, Gem habe ich ja. Sashimi war's. Ach, Sashimi, ja. Ah, dafür bräuchte ich 3 Herzen. Dann würde ich das irgendwann per Post kriegen. Was für Sachen mag er? Gut. Cheese. Sashimi. Welche Ironie. Ja. Also Käse kann ich ihm geben. Davon habe ich genug. Immer Käse reicht, glaube ich, auch. Wenn ein wahrer Gourmet ist, wird er das zu schätzen wissen. This is a great gift. Thank you. Dann kann man ihn nicht mehr ansprechen. Vielleicht damit man ihn nicht zuspammt. Oh, guck mal, wir haben die Sachen mittlerweile auch schon ganz gut gelevelt. Forwarding auf 8, Mining auf 9, Fishing auf 1. Ja, wenn wir Fishing höher kriegen, dann. Huch, da haben wir schon 5 Herzen. Yep. Das ist sehr interessant. Das ist ja sehr interessant. Wenn man Fishing höher hat, dann kann man auch. Nochmal eben mit verschenken. Also wenn man Fishing höher hat, dann kann man auch etwa endlich die bessere Route kaufen. You've already given Linus a gift today. Da ist wahrscheinlich jedes X da in der Liste ein Geschenk gewesen, quasi. Also wenn ich ihm heute ein Geschenk gebe und morgen, dann müssten da 2 X stehen. Und dann wieder nur noch ein X nach einem weiteren Tag. Achso, wir haben noch einen Sprinkler übrigens. Ich glaube, wir haben uns um alles gekümmert heute, oder? So. Aha. Das hat sogar noch alles ins Inventar gepasst. Das ist sehr gut. So. Entfernen mal kurz die Vogelscheuche. Wenn ich gerade nicht weiß, wohin damit. Dann bleibt sie halt da stehen, wo sie jetzt ist. Dann kommt dann Sprinkler in die Mitte. Guck mal, dann passt das nämlich wieder. Einmal gießen. Und Saatgut drauf. Zack. Hallo Ente. Bitte nimm nichts von meinem Saatgut da weg. Sonst gibt's morgen Entenbraten. Ich sag's dir, wenn da morgen was fehlt, dann weiß ich ganz genau, wer dafür verantwortlich ist. Oh, hier gucken wir vielleicht, dass wir ein bisschen die Sachen zurückdrängen. So. Die Wiese hat ja noch genug Abstand zu allem. Ach, guck an. Noch ein Trüffel?
Ja, das ist jetzt nicht so optimal. Mal, packen wir mal Maple Seed weg. Weg. Weg, ja. So. Ach, guck mal, das Trüffel ist nämlich auch schon fertig. Oh, es war sogar ein hochwertiger Trüffel. Ach, Leute. Jetzt ist das ganze Bier oben auch noch fertig geworden. Gottes Willen, nein, du sollst den Trüffel nicht essen. Du sollst den Kram. Okay. Okay, gut. Ja, davon habe ich genug. Sunflower Seeds. Trüffel, da wollte ich Trüffelöl draus machen. Die Milch verarbeite ich gleich weiter. Achso, und hier haben wir eigentlich auch wieder einen Platz verschwendet. Gut. So. So, kurz gucken, was ich halt so jetzt habe. Das heißt einmal Eisen und das auf zweimal das und dann zweimal das und hier packen wir mal das Trüffelöl raus und rein und überhaupt. Ah, hier jetzt können wir echt direkt mal alles einsammeln. Vorausgesetzt, er lässt uns denn so. Zack, alles eingesammelt. 14 Mal. Nur 14 Mal, ja. So, und um da jetzt wieder Hopfen nachzufüllen, müssen wir ja erstmal wieder die Sachen aus der Kiste holen. Wenn aber hier schon mal die Pilze reinwerfen. Ich weiß gar nicht, soll ich das Trüffelöl verkaufen? Bin mir nicht sicher. Ether und Stones und überhaupt kann man alles mal hier wieder reinpacken. Saatgut sollte man ja nicht da wegpacken. Und Erze lassen wir auch noch im Inventar. Wir haben ja noch genug Kohle, die wir da verbrauchen können. Ach so, vielleicht nehmen wir mal die Sachen hier, die kann man erst mit einer höherwertigen Angel verwenden. Woher bringt das dann auch nichts, wenn man sie im Inventar hat? Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal ein Einlagerkram. Quatsch. Holen wir doch mal. Wo ist er denn? Hier ist er. 10 Hopfen. Guten. 14 Stück brauche ich. Wo ist als der Premium-Hopfen? Oder der mittlere Hopfen? Da kann doch jetzt das nicht stimmen. Dann fehlt oben eine was. Da, das hat nicht gewuppelt. Das kann ja nicht angehen, dass hier sich einer vor Arbeit drückt. Das die Pomgranate können wir vielleicht mal verkaufen. Ja, das Trüffelöl glaube ich auch. Sagen wir mal das ganze Saatgut. So. So, alles so ein bisschen gruppieren. Achso, nee, die Pomgranate will ich ja verkaufen. Ja, ne, den Slot brauche ich eigentlich. Packen wir lieber den Käse dahin. Ja, und das kann man alles einschmelzen. Beziehungsweise, warte mal, das ist so ein bisschen besser. Dann können wir nämlich direkt noch einen Sprinkler herstellen. Und dann haben wir jetzt erstmal keine Eisenbarren mehr. Schade. Und ich habe auch noch zwei Eisenbarren, die ich da gerade produziere. Dann geht das genau wieder auf. Das heißt, wir können einmal jenes Erz und einmal jenes Erz. So. Ja, ich meine, muss hier ja mal schauen, dass man seinen Kram ausgesät kriegt. So. Nehmen wir mal als nächstes nochmal die Artischocken. Das ist mir jetzt etwas sympathischer, wenn man nur da die Sprinkler verwendet. Das hat man hinterher nichts mehr vom Tag. Das Problem hatten wir jetzt, ich sag mal, das Problem in Anführungsstrichen haben wir im Sommer. So, nochmal zwei Sprinkler, oder? Jawoll.
alles nutzen. Das ist alles wertvolle Pflanzdauer oder Pflanz- und Wachstumszeit. So. Einmal. Zweimal. Kommt da einer hin und da kommt einer hin und dann einfach mal überall Saatgut hinwerfen. Einmal in die Mitte stellen und um sich drehen und Saatgut verschleudern. Shitstorm 2.0. Jetzt mit Saatgut. Und dadurch, dass da genug Abstand zwischen den Sprinklern ist, kommt man da auch noch mit dem Pferd durch, selbst wenn da Sprinkler stehen. Das ist ganz cool. So, ja, okay, jetzt haben wir gerade keine Waren mehr. Von nichts. Ach, guck mal, jetzt ist der Honig fertig geworden um kurz vor 11. Nachtschwärmende Bienen. Habe ich eigentlich schon Honig eingelagert? Ist ja auch was, was man bestimmt zum Kochen verwenden kann. Oder? Oder ist das ein reines Artisanengut, was sonst nutzlos ist? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich packe es einfach mal hier rein. Oh, wir hätten noch einmal Oak Wissen. Aber keine Ahnung. Nee, machen wir vielleicht das nächste Mal, wenn wir genug Pale Ale oder wenn wir Pale Ale ernten können oder einsammeln können, wie auch immer. Was sind da so viel gebracht? Ach so, ja, stimmt, ja, logisch, das Pale Ale. Oh, Trüffelöl 1200. Ja, das ist doch mal nicht wenig. Einmal Cola bringt 75, okay. Interessant. So, einmal hier Fernsehen abchecken. Aber wir hätten dann heute in die Mine, gestern in die Mine gehen sollen. Okay, neutral. Living of the Land. It's Blackberry Season. Ja, okay, kennen wir. Das sind die Büsche, von denen man hier Sachen pflücken kann. Die jetzt im Moment dann halt Früchte tragen. So viel unterschiedlichen Kram. Muss man erstmal genau analysieren, was alles jetzt gerade Früchte trägt. Noch für was anderes einen Apfel? Nee, oder? Herr Pufferfisch, ja. Nun. Da kann ich eigentlich auch mal gucken, was mit Mani ist, weil wir uns da ja einschneiden müssen, damit sie uns in ihr Zimmer lässt. Best Gifts. Irgendwie. Ja. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ja, ich glaube, wir können mal ein bisschen Milch vorbeibringen bei ihr. Weil es auch ein bisschen absurd ist, weil sie ja genug Milch haben müsste eigentlich. Dadurch, dass sie ja selbst genug Kühe hat. Bisschen seltsam. Aber gut. Soll mich nicht stören. Wenn ich mich eh nur da einschleimen möchte. So. Oh, großes Ei, Entenei. Ach Mensch, Uwab, du sollst keine Eier legen. Weil es Federn produzieren und die auch fallen lassen. Und für die Kaninchen gilt Gleiches. 2 Monate hier und immer noch nicht integriert, oder was? Na, Uwab, halbes Herz, was soll das? Warum haben die eigentlich so wenige? Was soll das? Ah, die haben wahrscheinlich... echt dadurch, dass ich einmal... oder dadurch, dass es mit dem Futter einmal rumgesponnen hat... sind die jetzt sauer auf mich oder haben die dann halt die ganze Zuneigung verloren, die ich bis dahin aufgebaut habe, was echt nervig ist. Finde ich nicht gut, Leute. Das finde ich nicht gut. Sag mal. Gibst du mir wohl die Milch her, ey? Muss jetzt gleich erstmal Trüffeln suchen. Sind die eigentlich mittlerweile alle ausgewachsen? Gute Frage, nächste Frage. Oh, sieht ganz gut aus. Ja, ich konnte alle melken. Hier irgendwo der Trüffel, den das Bein heute gefunden hat, oder lag es jetzt einfach
Also, oder sehe ich jetzt einfach keinen, weil das die beiden gestern zwei gedroppt hat. Man weiß es nicht. Jetzt sollte ich mal ein bisschen was hier gegen das Gras machen. Eventuell. Oder mein Frosch. Ein Frosch im hohen Gras. Immerhin kein Pokémon. Das hätte mir noch gefehlt hier. Was war das? Hat irgendwas Grünes emporgespritzt. Wie auch immer. Gut. Ach so. Irgendein Tier. Also irgendeines von den von meinen Farmtieren. So, du, 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 du. Zack. Nein, du sollst nichts abbauen, bitte. So, 8 mal Milch, das hat sich doch richtig gelohnt. Oh, ich brauche mehr Käsepressen, glaube ich. Und ich sollte mein Pferd nicht immer irgendwo random stehen lassen. Das wäre auch gut. Warte mal, wann hat Mani eigentlich Geburtstag? Steht das hier irgendwo bei Social? Ja, oder? Bei Linus ist immer noch ein Kreuz. Sonst würde ich ihm nochmal Käse vorbeibringen. Jetzt ist es so, dass man dann zweimal in Folge was schenken muss, damit dann irgendwie ein Effekt stattfindet. Erstmal Milch separieren hier. Thank you. You've been here a while now. How's your farm doing? Okay, jetzt haben wir zwei. Wie sieht es jetzt hier bei Social aus? Ich glaube, wegen dem Diamanten, den ich immer geschenkt habe. Jetzt das zweite Geschenk und dann passt das. Dann reiten wir einmal hoch zur Mine. Wobei, vielleicht könnte man heute mal in die Wüste. Also in den Wüsten-Dingens. Ah, wobei, wir haben so viel Saatgut dabei. Müssen wir dann, naja, okay. Muss ich mal gucken, weil der Bus ja nicht immer fährt. Gerade morgens. Dickes Zelt übrigens. Trautes Heim und so. Wo ist er denn jetzt? Ja. Na gut, ich glaube, hier ist er nicht. Hier unten ist er manchmal. Vielleicht ist er auch in der Nähe von dem Spa. Übrigens habe ich herausgefunden, da ist er tatsächlich. Übrigens habe ich tatsächlich herausgefunden, dass nee, was es mit dem Dings auf sich hat. Immer noch eins. Schade. Das tut sich jetzt. 2x. Das mit diesem, ja, es fährt gerade ein Zug. Ach, guck mal da. Da kann es nämlich. Ach, was für ein Timing. Das ist ja unglaublich. Pass auf, da gehen wir nämlich jetzt direkt hin. Und je nachdem, was das jetzt für ein Zug ist, lässt er halt. Also kann es sein, dass der Sachen fallen lässt. Quasi. Ja, angreifen bringt nichts. Aber der kann dann halt irgendwie Sachen fallen lassen. Oh, aua. Sehr intelligent. Du ja sagst. Weil sehr intelligent trägt, sich Lebenspunkte kaputt zu machen. Ah. Er muss aber nichts droppen. Das ist halt so der Punkt. Wenn da Güter drauf sind, kann der was fallen lassen, aber ich glaube, wenn das so ein Passagierding ist, dann kommt da nichts. Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Züge tatsächlich was bringen. Was bringen können. Aber nur, also die droppen nur dann was, wenn man auch hierbei steht.
Und man kriegt diese Benachrichtigung nur, wenn man draußen ist. Also überhaupt. Guck mal da. Da hat er Holz fallen gelassen. Okay, zweimal Holz ist jetzt echt nicht die Welt. Und jetzt ist der Tag fast zu Ende gefühlt. Dann lohnt es sich auch nicht mal zu der Skull Cavern zu gehen. Das ist echt blöd. Gut, dann machen wir es jetzt mal so, dass wir erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. So viel habe ich keine gekriegt. So. Die Milch machen wir aber vielleicht noch ein bisschen zu Käse. So, weg, 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 weg. Weg. Ah ja, komm, weg. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss oder ein bisschen schneller am heutigen Tage. Packen wir einmal das ganze Saatgut hier rein. Hier können wir mal ein bisschen Erz und so blöd wieder reinwerfen. Holz, Steine, nee, Käse nicht. Wobei, ich möchte nur die Hälfte davon da reinwerfen. Shift, Rechtsklick war es, okay. Ja, kannst du nochmal die Hälfte nehmen, das ist sehr gut. So, nein. Das ist sehr neutral. Das ist schön, aber ich wollte. Ja. Okay. Wetter bleibt mittelmäßig. Mir wäre es lieber, wenn es öfters regnen würde eigentlich, aber mittlerweile ist es eigentlich auch egal mit den ganzen Sprinklern. Mein Gott, ist es halt so, ne? Gut. Gucken wir mal kurz oben, die Sachen sind fertig. Hier gibt es nichts Neues. Der Mais ist fertig. Ja. Gucken wir vielleicht mal kurz, ob das Dingens, genau. Okay, hier fliegt gerade ein Helikopter her, draußen. Also nicht durch mein Zimmer. Wolle, ja gut. Naja, gucken wir beim nächsten Mal weiter und dann bis dahin.